Im Bundesland Salzburg ist heute die Corona-Ampel auf Rot gesprungen. Im Nachbarbezirk Braunau gibt es ab dem Wochenende wieder strenge Maßnahmen. Ausreisetests in Braunau treffen auch Salzburger Pendler. Waltraud Langer wird neue OF Salzburg Landesdirektorin. Sepp Forcher präsentiert die Berge seines Lebens. Salzburg heute mit Harald Manzel. Guten Abend. Erstmals seit vielen Wochen leuchtet die Corona-Ampel wieder rot, und zwar für Salzburg als einzigem Bundesland Österreichs. Bei der risikoadjustierten 7-Tages-Inzidenz, die neben der Fallzahl auch Faktoren wie das Alter der Patienten bemisst, liegt Salzburg mit mehr als 223 knapp vor Wien und hat damit den schlechtesten Wert. Automatische Maßnahmen zieht die Corona-Ampelfarbe rot nicht nach sich, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Man werde sich noch stärker bemühen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Konkrete Maßnahmen gibt es hingegen im Nachbarbezirk Braunau. Dort gelten ab Samstag 0 Uhr Ausreisekontrollen. Das heißt, nur Geimpfte, Genesene, Getestete und Kinder unter 12 Jahren dürfen den Bezirk verlassen. Komplett abgeriegelt soll der Bezirk aber nicht werden. Dennoch treffen die Maßnahmen auch viele Salzburger Pendler. Für die Braunauer ist die Situation nicht neu. Schon im heurigen Frühjahr gab es wegen der hohen Infektionszahlen Ausreisekontrollen aus dem Bezirk. Damals waren die Impfstoffe gegen das Coronavirus allerdings noch nicht flächendeckend vorhanden. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Und insofern reagieren viele der von uns Befragten heute ziemlich entspannt. Hilft eh nichts, wir können sie aber eh nicht wirklich helfen. Ich bin doppelt geimpft, ich ziehe keine Masken auf, ich halte es für eine sinnvolle Maßnahme. Ich habe kein Problem, weil wenn ich wirklich rausfahre, dann gehe ich testen, aber ich bin eh geimpft. Manche hingegen fahren mit scharfen Geschützen auf. Wie viele Leute sterben an Grippe, wie viele Leute sterben an alles Mögliche, hat auch nie wen interessiert. Hat man deswegen die Grundrechte weggenommen. Faktum ist, der Bezirk Braunau hat eine Impfquote von nur 49,2%. Wir sind der einzige Bezirk in Österreich mit einer dementsprechend geringen Durchimpfungsrate. Hätten wir die 0,8% noch dazu, zu den 49,2, wären wir über die 50%, hätten wir keine Ausreisekontrollen. Daher soll das niederschwellige Impfangebot verstärkt werden. Vorerst bleibt es aber bei den Ausreisekontrollen ab Samstag. Wir werden es endlich der Alkomatkontrolle machen, dass an verschiedenen Standorten zu verschiedenen Zeiten eine stichprobenartige Kontrolle stattfindet. Das Leben soll aber so weitergehen wie bisher. Deshalb wird auch die Braunauer Messe mit Volksfest fertig aufgebaut. Sie darf mit einem strengen Sicherheitskonzept, das heute für die Gastronomie noch verschärft wurde, ab morgen stattfinden. 802 Salzburger Schülerinnen und Schüler und 11 Lehrpersonen sind mit Stand heute für die Impfung im Bus angemeldet, der ab dem kommenden Montag direkt zu den Schulen fährt. Die Anmeldefrist läuft noch bis morgen. Politik und Behörden sprechen von einem niederschwelligen Angebot, das Sinn mache. Eltern und Schülervertreter fühlen sich vereinnahmt und unter Druck gesetzt. Ihr ORF-Landesstudio informiert. Ende letzter Woche ist bei allen Eltern, die schulpflichtige Kinder über 12 haben, dieser Brief hereingeflattert mit der Information zur Corona-Sonderimpfaktion ab dem 20. September. Die Salzburger Bildungsdirektion sieht die Impfung als wichtigen Baustein für einen sicheren Schulbetrieb, stellt auch Erleichterungen für alle Geimpfte in Aussicht. Elternvertreter empfinden diesen Impfaufruf als Affront. Weil Impf ist Privatsache und jeder, der impfwillig ist, wird mit seinen Kindern selber diesen Weg gehen. Und die Eltern empfinden das eigentlich als Druck, der da aufgebaut wird für die Kinder im Rahmen der Schulgemeinschaft. Wir hören auch jetzt schon immer wieder Rückmeldungen, dass in den Klassen offiziell abgefragt wird, so nach dem Motto Hände hoch, wer ist denn alle von euch schon geimpft? Schule ist ja grundsätzlich ein werbe- und politikfreier Raum. Wird da jetzt über die Hintertür Druck gemacht? Die Corona-Impfung sei ja eine medizinische Frage und keine politische. Wir haben einfach jetzt durch verschiedene Recherchen auch festgestellt, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, wo diese Anmeldung offenbar nach wie vor eine Hürde ist. Das können sprachliche Barrieren sein, das können auch technische Barrieren sein. Und alles, was dazu beiträgt, dass man Menschen einfach möglichst unkompliziert einer Impfung verhilft, soll natürlich genutzt werden. Für Kinder ab 12 sind die Corona-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer zugelassen. Ab 14 können die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden. Sind da Konflikte im Elternhaus vorprogrammiert?
Es gibt natürlich die Gruppen, die sagen, das ist super, dieses Angebot nehmen wir gerne an. Und es gibt natürlich auch die Gruppen, die sagen, ja, ich sehe das eher als Druck und auch der Gruppendruck, der dahinter steckt. Ich teile meine Welt nicht in geimpft und ungeimpft ein. Ich vertrete alle Schülerinnen und Schüler vollkommen gleichgültig, was der Impfstatus ist. Schüler zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr brauchen, wenn sie sich impfen lassen wollen, eine Einverständniserklärung, also eine Unterschrift ihrer Eltern. Bis morgen können Schulen Impfwillige noch nachnominieren. Wo der Bus dann genau Halt machen wird, wird ebenfalls morgen fixiert. Und morgen werden wir auch in der Mittagszeit diskutieren, ob ein Impfbus vor den Schulen sinnvoll ist oder ein verzichtbares Druckmittel ab 13 Uhr in Radio Salzburg. Mit dem Schulstart beginnt auch wieder die Saison der Einbrüche in Salzburger Schulen. In den vergangenen Tagen sind zwei Fälle bekannt geworden. In der Volksschule Kaprun haben Einbrecher den Tresor mit Daten und Schlüsseln mitgenommen. Bargeld war noch keines drinnen. Mehrere Computer und einen Laptop haben vier Einbrecher am Wochenende aus der Volksschule in Großaal mitgehen lassen. Drei Männer und eine Frau aus dem Pinzgau im Alter zwischen 19 und 21 Jahren sind festgenommen worden. Zwei von ihnen sind in die Justizanstalt eingeliefert worden. Sie sollen für weitere Einbrüche in Saalfelden und in St. Johann in Tirol verantwortlich sein. Am Salzburger Landesgericht hat sich heute ein deutscher Staatsbürger wegen einer Schlägerei nach dem Après-Ski im März 2019 in Flachau verantworten müssen. Weil er dabei mit einem Skistock auf einen am Boden liegenden Mann eingestochen hat, lautet die Anklage auf versuchten Mord. Vor Gericht kann sich der Beschuldigte heute jedoch an sehr wenig erinnern. Fünf Männer soll der Angeklagte am 22. März 2019 in Flachau verletzt haben. Darunter waren auch drei Polizisten in ihrer Freizeit. Auf einen der Männer soll der Deutsche mit einem Skistock, den er mit beiden Händen umfasst hatte, auf Gesicht und Kopf eingestochen haben, weshalb die Staatsanwaltschaft auf versuchten Mord plädiert. Vor Gericht kann sich der Angeklagte heute an fast nichts mehr erinnern. Er habe an diesem Tag mehrere Jagertee getrunken, sonst trinke er keinen Alkohol. Warum er zugeschlagen hat, kann er heute der Richterin nicht schlüssig erklären. Zu den Tatsachen zeigt er sich geständig. Keinesfalls wollte er aber zu irgendeinem Zeitpunkt eine Person schwer verletzen, geschweige denn töten. Die Annahme der Staatsanwaltschaft, die in ihrer Anklage einen Tötungsvorsatz annimmt, ist völlig verfehlt. Sie lässt in der Anklage völlig außer Acht, dass es sich einerseits um eine alkoholbedingte Auseinandersetzung nach bzw. beim Après-Ski gehandelt hat und lässt auch zahlreiche wesentliche Widersprüche in den Zeugenaussagen unberücksichtigt. Im Laufe des Prozesses versucht die Richterin, die angesprochenen Widersprüche zu klären und hört dafür zahlreiche Zeugen. Ein Urteil soll noch am Abend gesprochen werden. Zum Sport. Mit ihrem ersten Sieg in der Eliteklasse hat die Saalbacherin Valentina Höll beim Mountainbike-Weltcup-Finale in Snowshoe in den USA Geschichte geschrieben. Als erste Österreicherin überhaupt kann die 19-Jährige im Downhill in der Eliteklasse ein Rennen für sich entscheiden. Nach 13 Siegen und zwei Weltmeistertiteln bei den Juniorinnen gelingt ihr mit einer kontrollierten Fahrt jetzt also der erste Sieg bei den Damen. Valentina Höll war ja heuer bereits mehrmals nahe am ersten Weltcupsieg dran gewesen, unter anderem beim Heimweltcup in Leogang, dann aber von Fehlern oder Stürzen gestoppt worden. Diesmal klappt es, sie verweist die Schweizerin Camille Balanche und die Französin Marine Cabirou auf die Plätze. Ein Rennen steht im Downhill-Weltcup noch aus, gefahren wird es übermorgen am Samstag wieder in Snowshoe in den USA. Der ORF-Stiftungsrat hat heute auf Vorschlag des designierten ORF-Generaldirektors Roland Weismann neue Direktoren bestellt. Es geht dabei um die vier zentralen Posten für Finanzen, Radio, Programm und Technik. Und auch die neuen Landesdirektionen sind besetzt worden. Die Amtsperioden starten gemeinsam mit der des neuen Generaldirektors am 1. Jänner 2022. Der ORF, das ist das wichtigste Medienunternehmen des Landes. Ab 1. Jänner steht Roland Weismann an der Spitze. Und das ist das Team an seiner Seite. ORF3-Geschäftsführerin Eva Schindlauer als Finanzdirektorin, ORF3-Chefredakteurin Ingrid Durnherr als Radiodirektorin, Puls4-Senderchefin Stefanie Kreuz-Horowitz als Programmdirektorin und GIS-Chef Harald Kreuter als Technikdirektor. Alle von mir heute vorgeschlagenen Damen und Herren sind starke Persönlichkeiten, die fachlich etabliert sind. Sie haben in den letzten Jahren vor allem Innovationskraft und Umsetzungswillen bewiesen.
32 der 35 ORF-Stiftungsräte haben für das neue zentrale Direktorium gestimmt. Dabei gab es keine Gegenstimme, nur 3 Enthaltungen. Und auch die Direktoren und Direktorinnen der neuen Landesstudios wurden heute bestellt. Dabei gab es 4 Verlängerungen und 5 Neubestellungen. Die Entscheidung fiel fast einstimmig, es gab lediglich eine Enthaltung. Die Landesstudios sollen jedenfalls auch unter Generaldirektor Weißmann eine wichtige Rolle spielen. Über meine journalistische Karriere im ORF selbst in einem Landesstudio begonnen. Und nachdem ich, wie gesagt, selbst dort lange Zeit verbracht habe, weiß ich, wie verankert die Landesstudios in der jeweiligen Region sind, wie wichtig das ist für die Menschen. Und auf das werden wir natürlich setzen. Gerade in einer globalisierten Zeit ist das Regionale, das vor der Tür erleben, wissen, was beim Nachbarn passiert, ganz, ganz wichtig. Die neuen Direktorinnen und Direktoren werden ihre Ämter am 1. Jänner 2022 antreten. In Salzburg steht mit Waltraud Langer erstmals eine Frau an der Spitze des Landesstudios. Langer folgt auf Christoph Takacs. Für die 60 Jahre alte gebürtige Mittersillerin, aktuell Chefredakteurin der ORF-Magazinsendungen wie Report und Thema, ist es eine Rückkehr in ihre Heimat. Ich freue mich sehr. Für mich ist das ja eine Art Heimkehr. Ich freue mich auf Salzburg. Ich freue mich auf das Team vom Landesstudio Salzburg. Bedanke mich auch beim jetzigen Landesdirektor Christoph Takacs und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Ich möchte unbedingt die Information ausbauen, also hier das Angebot Radio, Fernsehen, Internet. Ich habe viele Ideen für regionale Themen, die ich österreichweit in den Fokus stellen will. Ich möchte die Relevanz von Salzburg erhöhen. In Summe, ich möchte eine Landesdirektorin mit Herz und Hirn sein. Im Sinne des Publikums werde ich auch das Gespräch mit dem Publikum suchen und dann auch gerne zuhören, was erwartet sich das Publikum von uns. Und eins will ich auch noch sagen, wenn ich beim Mord, dass ich nicht mehr bin, das stimmt sicher nicht. Ja, tut er gut auf den Aachen. Eine Woche lang ziehen sich 15 Künstlerinnen und Künstler in einem Bergbauernhof in Mittersill zurück. Beim gemeinsamen Leben und Arbeiten entstehen Kompositionen und Performances, die dann dem Pinzgauer Publikum vorgeführt werden. Das Komponistenforum Mittersill, zu dem man nur mit persönlicher Einladung gelangt, feiert heuer Jubiläum. Es wurde vor 25 Jahren aus der Taufe gehoben. Einmal im Jahr wird der Schachernhof in Mittersill zum Garten Eden für Kunstschaffende. Eine handverlesene Gruppe ist eingeladen, bei freier Kost und Logis einander kennenzulernen und gemeinsam etwas Neues zu erschaffen. Ich finde es ganz, ganz spannend und das passiert sehr selten, dass es eine Querverlinkung gibt zwischen Musik, zwischen Literatur und vor allem bildender angewandter Kunst. Und das passiert hier und das ist sehr anregend. Jeder will einfach etwas gemeinsam kreieren und das ist es im Großen und Ganzen. Seit 1996 ist das Komponistenforum ein Refugium der Kunst, gefördert von Bund, Land und der Stadt Mittersill. Manchmal bleiben die hier geknüpften Verbindungen auch bestehen. Die gemeinsamen Kompositionen überdauern in jedem Fall. Es sind bis jetzt in den letzten 25 Jahren einige hundert Kompositionen entstanden oder Werke auch der Bildenkunst und anderen Literatur zum Beispiel, die also hier in Mittersill aus der Taufe gehoben wurden. Hier hoffe ich auf jeden Fall, dass sich vieles noch in Zukunft erhalten wird oder weitere Zusammenarbeiten entstehen werden. Die in der Abgeschiedenheit entstandenen Werke werden in der St. Anna-Kirche und im Borg Mittersill uraufgeführt. So profitieren im besten Fall alle, die Künstler und die Region. ORF-Legende Sepp Forcher hat im Alter von 90 Jahren sein 4. Buch geschrieben. Es heißt Die Berge meines Lebens und wurde passend auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf dem Großglockner präsentiert, seinem Lebensberg, wie er sagt. Das Buch gibt keine Tipps für Wandertouren, sondern es sind Berggeschichten aus dem Leben unseres großen Kollegen. Anfang Oktober 1950
stand ich zum ersten Mal auf dem Gipfel des Großglockners. Ich war allein und hatte im Winterraum der Adlersruhe unter feuchten Decken eine kalte Nacht verbracht. Sepp Forcher über seine erste Begegnung mit seinem Lebensberg. Der Glockner hat schon einen Nimbus gehabt, immer schon. König der Norischen Alpen. Und da willst du halt einmal oben sein. Ich bin insgesamt war ich 32 Mal oben. Heute habe ich nachgezählt auf 10 verschiedenen Routen. Also das ist, da bin ich stolz drauf. Viele sind gekommen, um seinen Worten zu lauschen, als er aus seinem neuen Buch liest. Es sind Erinnerungen aus Touren auf 50 Bergen, die sein Leben geprägt haben. Im Dialog mit dem niederösterreichischen Altlandeshauptmann Erwin Pröll. Erwin, der Grund, warum ich so unzählig viele Bergtouren gemacht habe und viele Gipfel bestiegen habe, beruht auf einer ganz einfachen Tatsache. Ich habe nie Radl fahren gelernt. Ich kann es heute noch nicht. Also, ich würde aber sagen, entschuldige Sepp, daher hast du das Glück, daher hast du nie einen Stern reißen können. Was bleibt mir anders übrig, wie dass ich auf die Berge aufsteige? Er ist auf der einen Seite eh so, wie die Berge für uns auch sind. Er ist so ein stabiler Faktor, Kontinuität, Beständigkeit. Und er zeigt uns einfach, dass bis ins hohe Alter man sich Ziele setzen kann, diese Ziele auch erreichen kann. Ein Wegweiser mit seiner Orientierungsgabe, was Berge sind, was Natur ist, was unsere Lebensverhältnisse sind, hat er vieles verständlich gemacht, was einfach eine große, breite Schicht der Bevölkerung nicht wusste. Sepp Forchers Bücher entstehen sehr speziell. Er schreibt das wirklich in Kurrentschrift, in ein Notizheft und dann wird es transkribiert und geht in Produktion. Aber es gibt kaum mehr Autoren bei uns, die mit der Hand ihre Bücher schreiben. Das ist schon besonders. Wir haben ja immer bei jedem neuen Buch dasselbe Spiel. Er sagt am Anfang immer Nein und dann muss ich alle meine Überredungskünste anwenden und letzten Endes macht er es dann immer sehr gerne. Gibt es doch schon wieder eine Buchidee? In nächster Nähe ist das Buch des Lebens und da steht ein Wort am Schluss, Ende. Das muss man sich klar sehen. Und man muss dankbar sein für alles, was vor diesem Wort passiert ist. Schön, wenn man mit 90 noch so kluge Sätze parat hat. Italien will den grünen Pass auch am Arbeitsplatz einführen. Reaktionen dazu sehen Sie gleich in der Zeit im Bild um 19:30, inklusive Live-Schaltung nach Rom. Danke fürs Zusehen, auch im Namen des Teams. Angenehmen Abend, auf Wiedersehen.